Es ist Dreadnought-Zeit bei den Spielkindern aus Stellaris. Hallo Basti. Hallo Dennis. Wir haben es geschafft, wir versuchen es das zweite Mal mit dem Dreadnought. Das letzte Mal hast du es alleine probiert mit einer schwächeren, weniger technisch hochgerüsteten Flotte. Diesmal haben wir jetzt insgesamt knapp 30.000 Angriffskraft. Also ich habe 14.000, du hast auch so in dem Dreh. Du hast sogar ein bisschen mehr, ne? 16.000, genau. Mhm. Also wir haben 30.000 zusammen. Meine braucht noch kurz. Meine 4.000er Zweitflotte hier, die sind aber gleich da in zwei, drei Wochen. Ich muss noch drei Systeme weit fliegen, dann können wir das machen. Ich habe jetzt auch meine Schiffe nochmal ein bisschen aufgerüstet. Seit der letzten Folge, für euch ja gerade mal irgendwie zwei Tage her. Für uns sogar nur 10 Minuten. Ich habe in der Zeit einfach nochmal zwei Habitate in Auftrag gegeben. Weil man kann nicht genug Habitate haben. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, man kann genug Habitate haben. Aber dieser Mensch war ein Vollidiot. Ich habe mittlerweile zwei hier in dem Sektor. In dem habe ich ein paar mehr, oder? 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Und zwei werden gerade gebaut. Also 9 habe ich dann. Genau. In meinem Heimatsystem habe ich jetzt 2. Wobei für das zweite noch nicht besiedelt ist, da brauche ich jetzt gerade noch, baue ich gerade noch das Schiff. Das müsste gleich fertig sein, genau, in 40 Tagen. Das Kolonieschiff. Und das dritte Habitat ist schon im Bau, dann kann ich einfach direkt noch ein drittes Kolonieschiff da bauen. Zack. Dann können wir das auch besiedeln. Das mache ich jetzt noch schnell und dann bin ich sofort beim Dreadnought mit am Start. Ich besiedle noch schnell das Habitat, weil das dauert ja ein Weilchen, dann kann das schon mal vor sich hin siedeln. So. Mir geben alle wieder ganz viel Mineralien. Oh, das ist aber nett. Ja, mir wollten sie eben auch ganz viel Energie und Mineralien geben, aber die wollten immer meine strategischen Ressourcen haben. Und die brauche ich jetzt gerade tatsächlich mal selber, weil das waren immer die Ressourcen, die so Trefferpunkte, Hülle verstärken und so. Und wir ziehen jetzt ja in den Kampf, in einen ziemlich schwierigen Kampf. Und da brauche ich alles, was ich kriegen kann, was das angeht. So. Gut, ich wäre soweit. Wir können jederzeit loslegen. Ja, sofort. Ich habe gerade das nächste erforscht. Was kann ich denn jetzt? Ach, du ahnst es nicht. Baugeschick. Ich glöbe nicht. Verbesserte Strukturintegrität, Pionierkorps, Bauvorlagen. Hey, Plasmatriebwerke. Ich erforsche Plasmatriebwerke. Okay, ich bin soweit. Ich bin schon mal zum Sprungpunkt geflogen, damit wir dann gleichzeitig springen können. Also Richtung dem Pfeil. Ja, ich komme. Nach Pyth ist das richtige? Ja, Pyth. Pyth, wie auch immer. So. Da kommen sie angedüst. Okay. Dann gibst du den Befehl und dann springe ich. Wie sehen unsere Flotten denn aus? Ist das nicht schick? Ich find's schick. Ja. Okay, dann springen wir. Okay, und go. Sprung. Ich klicke. Ich klicke. Klicke mit Clickface und ich... Du hast schon einen schnelleren Sprung. Bin, ja, ich... ist aber nicht schlimm, weil er ist gerade nicht direkt neben uns. Meine sind auch da. Ja, ich folge dir. Ich folge dir unauffällig. Oder auffällig, ja. Oder wie auch immer. So, dann probieren wir das mal. Wenn die Flotten weg sind, umso besser, weil dann verdiene ich noch mehr Ressourcen pro Monat. Attacke! The battle is starting. Meine müssen jetzt schon schießen können. Ja, da ja. Fliegen. Okay, seine Schilde sind drei Viertel nur noch. Ah, guck mal, wie der uns schon runterbrezelt. Ja, 10. aber seine Hülle wird auch schon mit angegriffen, weil meine Attacken eigentlich immer ganz gut auch schon auf die Hülle gehen. Also auch wenn der Schild noch da ist. Aber wir kriegen den. Dude, wir kriegen den. Der hat noch ein Viertel Schilder. Ah, ich dachte, die Schilde ist noch da. Die Schilde sind gleich weg. Deine Flotte ist gleich im Arsch. Shit. Ah, das wird echt knapp. Hätten wir vielleicht nochmal 5000 mehr gebraucht. Ach, wie ärgerlich. Er hat keine Schilde mehr. Er hat keine Schilde mehr und die... ein bisschen Schilde hat er noch. Aber jetzt sind sie gleich weg. Oh, scheiße, jetzt hat er gerade ein Schlachtschiff von mir vernichtet. Der blöde Wichser. Yes! Yes! Wir haben ja nur die komplette Flotte verloren. seht euch doch nur die Größe an. Ja, ich überlasse es natürlich freundlich dir.
Oder kannst du das jetzt anstoßen, das Dreadnought-Ding? Ich gucke. Weil ich darf es machen, also kann sein, dass es irgendwie für dich nicht gezählt wurde. Also bei mir ist das ein Ereignis, weißt du? Mit Auswahlmöglichkeiten. Darfst du nicht? Nee, du hast es. Wusste ich nicht mehr genau, dass das so ist, dass der letzte Schuss oder sowas zählt vielleicht, keine Ahnung. Oder wer mehr Schaden gemacht hat oder so. Na gut, aber dann nehme ich das jetzt, ist ja egal, wir arbeiten ja eh zusammen. Ja. So, jetzt kann ich nämlich auch mal hier denen das die strategische Ressource geben. Aber nicht gegen Energie, Leute, nicht gegen Energie. So, was muss ich jetzt hier machen? Dreadnought reparieren, Konstruktionsschiff wäre es gewesen übrigens. Okay. Projekt erforschen. So, dann ziehe ich mal meine gewaltige Flotte, die noch da ist, ziehe ich zurück. 2400. Und ich habe jetzt aber übrigens 445 Mineralien plus pro Monat, weil die Flotte weg ist. Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe 271 plus. Na siehst du, da kommen wir doch jetzt mal ein bisschen schneller voran hier. Das ist doch fein. Dann baue ich direkt noch ein paar Habitate. Es ist wieder Habitatzeit. Ja. Oh, ich habe aber gerade gar kein Konstruktionsschiff frei. Naja, vielleicht baue ich noch ein neues Konstruktionsschiff. Baue auch ein neues Habitat. Neue Sternbasis, Gebäude erforschbar. Geheime Weltraumeinrichtung. Ui, klingt ja geheim. Das bringt mir aber nichts. Es bringt ihm nichts. Na dann mach's nicht. Das bringt mich auch nicht weiter. Das auch nicht. Da, eine Dampfraffinerie. Ja. Hans Dampf in allen Gassen. Da kann ich Engos Dampf abbauen. Eine Dampfraffinerie könnte aber auch aus irgendeinem Steampunk-Spiel sein jetzt. Wo irgendwie dampfbetrieben irgendwas gefiltert wird oder so. Cool. Das stimmt, ich habe jetzt ja relativ viel Frostpunk gespielt. Dieses Aufbauspiel. Und das ist ja so steampunkig und deswegen habe ich da jetzt irgendwie gleich dran gedacht. Das sehr ist schönes so Spiel. Ein sehr schönes Spielchen. Allerdings auch sehr, sehr schön fies. Also sprich, man trifft dann doch häufig mal harte Entscheidungen. Und damit meine ich noch nicht mal irgendwie, erlaubt man Kinderarbeit oder so. Das geht ja in dem Spiel. Ist ja praktisch Anno mit die Welt ist im Arsch. Sondern auch einfach so fiese Sachen wie, es kommt ein Flüchtlingsstrom irgendwie, die in deiner Stadt Schutz suchen wollen, dann kannst du entweder entscheiden, lässt du 80 Leute rein, also alle Flüchtlinge, oder lässt du nur die Gesunden und Jungen rein und die Alten und Kranken werden draußen vor der Stadt zum Sterben zurückgelassen, oder du lässt gar keinen rein. Das ist alles irgendwie scheiße, weil wenn du sie alle reinlässt, dann hast du vielleicht nicht genug Platz und nicht genug Nahrungsversorgung, um sie alle zu unterhalten. Wenn du nur die Gesunden reinlässt, ist es moralisch halt mega verwerflich und die Unzufriedenheit steigt. Und total, weil natürlich die Leute, die dann reingelassen werden, die müssen halt ihre Großeltern da draußen zurücklassen und ihre verkrüppelten Kinder oder was auch immer. Voll scheiße. Und wenn du sie gar nicht reinlässt, steigt die Unzufriedenheit auch und du kriegst halt auch keine neuen Arbeitskräfte, weil ja einfach dann 80 Leute vor den Stadttoren verrecken. Ja. Also es ist, egal wie man es macht, es ist immer alles scheiße in dem Spiel, aber es macht trotzdem Spaß irgendwie. auf eine perverse Art. Ja. So. Mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas erforschen kann. Ja. Fliegen wir mal durchs komplette Universum. Ich habe jetzt gerade mal meinem Forschungsschiff den Auftrag gegeben, der soll mal wieder hier automatisiert unbekannte Systeme erforschen. Dafür muss er aber wirklich ans komplett andere Ende der Galaxie fliegen. Was mit einem Sprungportal jetzt nicht so lange dauert, aber es ist einfach von der Entfernung her, es ist natürlich doch ganz schön weit. So, das ist noch nicht fertig hier. Okay. Ich habe in meinem Heimatsystem auch kein Habitat, fällt mir gerade so auf. Dann mach das doch mal. So, ich kann jetzt hier noch ein... Oh, hier kann ich wieder kein Habitat bauen. Okay, kann ich in dem System ein Habitat bauen? Ja, hier kann ich ein Habitat bauen. Sehr schön. Was ich hier an Habitaten einfach raushaue, es ist unglaublich. Oh, hier muss ich auch noch Gebäude drauf bauen, weil sonst ist das ein bisschen nutzlos, das ganze Ding.
Ich baue jetzt eigentlich auf jedem Habitat immer das Vergnügungsviertel, weil ich da dann relativ viel, was war das nochmal, Einigkeit bekomme, 4 Einigkeit mehr. Und Zufriedenheit, das sind zwei Sachen, die ich immer gut gebrauchen kann. Und dann nehme ich sogar in Kauf, dass ich dann einen Bauplatz weniger für Mineralien oder Energie habe. Wobei ich jetzt, glaube ich, das Habitat hier, da würde ich sogar mal zwei Forschungsanlagen drauf bauen. Zwei Laborkomplexe. Um auch einfach parallel immer so ein bisschen wenigstens voranzukommen, was die Forschung angeht. Weil ich da immer nicht so ein Auge dafür habe. Also da irgendwie Forschung ist immer so das Letzte, was ich ausbaue. Deswegen zwinge ich mich jetzt dazu, bei jedem Habitat einfach mal ein, zwei Forschungsgebäude immer zu bauen, damit es wenigstens leicht zunimmt auch. Weil ja die Forschung wird ja immer teurer, da kann ich ja nichts gegen machen. Ja. Da muss ich halt mal sozusagen mit den Preisen einfach mal mitgehen. Ist ja wie Inflation sozusagen. Muss man ja immer ein bisschen ausgleichen. So. Ist denn jetzt mal mein Konstruktionsschiff beim Leviathan hier, beim Dreadnought meine ich natürlich. So langsam, zwei Systeme noch. Zwei Systeme noch. Die Xanur Confederation, die erforscht das System gerade, das Pyte. Wolltest du das System nicht haben? Oder wieso? Ach, scheiße, ja, Moment, da war ja was. Ich würde das mir einfach mal nehmen, also weil noch baut da keiner was, also noch wärst du derjenige, der es machen könnte. Es ist ja nicht verkehrt, mal ein System mehr zu haben, einfach. Eines, was wir uns hart erkämpft haben, mit vielen Toten. Es Ja, das mussten stimmt. tausende Motten sterben dafür und genauso viele von deinen. Ja, ich bin Fuchs. Ja, Motten und Füchse. Hier. So, der kann jetzt hier mal den Dreadnought reparieren. Das kann ein Weilchen dauern. 2%. Das dauert tatsächlich eine ganze Weile. Naja, soll er mal machen. Aber dann haben wir den in unserer Flotte. Das ist, glaube ich, ganz gut. Kann nicht schaden. Oh, ich habe schon wieder 11.000 Mineralien. Ich habe aber nicht genug Einfluss. Schade. Ich dachte, ich baue gleich das nächste Habitat, aber ich habe gar nicht genug Einfluss. Das ist dann ja blöd. Ach, Das ist Mann. sehr schlecht, ja. Ja, es scheitert jetzt an irgendeiner Ressource, muss es ja scheitern, und es scheitert jetzt am Einfluss. Naja. Was soll's. Dann gucken wir mal auf den Planeten, ob ich da noch irgendwie unterstützen kann. Oh, hier kann ich alles ausbauen. Alles einfach ausbauen. Ah, hier Forschung. Was sollen wir da machen? Was brauche ich denn am meisten? Sozialforschung. Dann machen wir da mal Sozialforschung draus. So. Wieder was mit Vorläufern. Wo Mehr soll das Vorläufer, sein? Spaß. Hier machen wir Physik. Da machen wir das. Hier ist schon alles bebaut. Hier ist alles bebaut. Hier ist noch nicht alles bebaut. Da können wir noch. Machen wir hier auch mal Forschung. Um ein bisschen voranzukommen. Da wird gerade kolonisiert. Hier sieht es ganz gut aus. Okay, dann gucken wir mal im anderen Sektor, was da so abgeht, ausbautechnisch. Alles gut, alles voll mit komischen Seesternviechern, aber ist egal. Die sind ja mittlerweile genauso viel in meinem Volk integriert wie meine eigenen Leute. So. Oh, ich kann ein Kultusministerium bauen, das ist sehr schön. Ja, ich Gemacht. kann neue Laser erforschen. Yay! Endlich kann ich die Gamma-Laser erforschen. Oh, bei mir ploppt hier gerade alles gleichzeitig auf. Klonarmeen kann ich machen. Regeneratives Rumpfgewebe. Och, ja, schön. Alles. Ich nehme mal das Einfach alles regenerative machen. Rumpfgewebe. Dann habe ich noch eine neue Tradition, die ich wählen kann. Baugeschwindigkeit erhöhen. Das hilft, glaube ich, auch, weil ich gerade so viel baue. Es ist alles super, ist das da. Klasse. So, können wir mal unsere Flotte verbessern. Ist zwar nicht mehr so viel da von der Flotte, aber man kann sie ja trotzdem mal verbessern. Gleich ein Partikellanzenschiff bauen hier. Ui. Jetzt ist nur die Frage. Das Habitat ist fertig. Geil.
ist das in meinem Heimatsystem. Das heißt, da kann ich manuell besiedeln. Das mache ich dann nämlich auch. Planet kolonisieren. Zack. Ja, nice. Das habe ich, jetzt habe ich aber wirklich umgesetzt, was ihr mir gesagt habt, Leute. Ja, ich habe jetzt 3 Habitate in meinem Heimatsystem. Also, da ist jetzt statt einem Planeten sind da jetzt praktisch 4. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So, der ist hier schön am Forschen. Ja. Was denn? Was ist denn so faszinierend? Das ist sehr faszinierend, sogar. Ich sehe gerade übrigens bei meiner Speziesübersicht, dass meine Motten in der Minderheit sind. Also die ursprüngliche Rasse ist in meinem Reich mittlerweile die Minderheit. Ich bin 129 Motten, habe ich offiziell, und 157 Seesterne. So viele Seesterne erobert, dass ich... Also es stimmt nicht ganz, ich habe verschiedene Arten von Motten. Warum eigentlich? Was können denn die einen mehr, was die anderen nicht können? Ah, ich habe so Bauernmotten und Nicht-Bauernmotten. Die einen haben noch so einen Agrarbonus. Aha, verstehe ich nicht so ganz. Aber ist egal. Naja, wird schon Grund haben. Also okay, es sind ungefähr gleich viele Motten wie Seesterne. Aber es wird sich wahrscheinlich weiter verschieben. Ich glaube, die Seesterne pflanzen sich schneller fort oder so. Verdammte Seesterne, nur am Vögeln. Stehen dich nur am Vögeln, du. So. Was so? Was hast du denn? Ich habe die Partikellanze erforscht und mir jetzt ein Partikellanzen-Schlachtschiff zurechtgezimmert. Schön, dann bau das doch. Dann sehen wir das mal. Ja, das ist sogar echt sehr krass. Also die Technologie, also vielmehr das Schiffsdesign, denn dann kriegst du ja dieses X Schiffsdesign. Ja, das ist genau. Die mit dem X-Slot. Ne? Das ist echt nicht schlecht. Ja, ich sehe gerade, ich habe ja eigentlich auch gerade so eine Mega-Forschung, also so eine X-Forschung, die Mega-Kanone, also die Artillerie-Version sozusagen davon, von der Partikellanze. Und die wird aber gerade pausiert, das habe ich gar nicht beachtet, weil der Dreadnought repariert wird. Das braucht halt Ingenieurforschung offensichtlich. Ja, Pech gehabt. Also, ja, das würde ja sogar Sinn machen. Genau, auf da die auf Reichweite. Ich habe nur kurz geguckt, ob die auf Reichweite schießt. Ja, die schießt auf Reichweite. Okay. Dann passt das Schiffsdesign so schon mal recht gut. Dann Flottenmanager. Die Annahme der Dominierungstradition. Ah, das könnte man noch mal machen. Roboter-Knight, die hätten ja gerne Roboter. Roboter während aus auf keiner unserer Welten Roboter. Und okay. Ein Partikelunreinheit. Na gut, die kriege ich ja sowieso nicht mehr zur Vernunft. Keine indirekte, bla bla bla. Also ich könnte jetzt eigentlich auch demnächst nochmal irgendwie Roboter erforschen, dann kriege ich noch eine der Fraktionen, glaube ich, dazu, mich auch zu mögen. Aber an sich habe ich gerade 3 Fraktionen schon bei über 60%, also momentan mögen mich meine Leute eigentlich ganz gerne. Ich krieg 4 Einfluss, also ich krieg 0,7 Einfluss allein durch die Fraktionen nochmal dazu. Das ist doch gut. Finde ich auch. Finch irrte. So. Ich würde jetzt gerne ein... bauen. Oh Gott, dauert das lange. Was jetzt, das Schlachtschiff? Ja. Ja, die Schlachtschiffe dauern ja sowieso immer so ein bisschen... Also das Partikel-Schlachtschiff dauert 370 Tage. Ja, boah. Klingt für ein Schlachtschiff eigentlich ganz normal. Kann die psionische Theorie erforschen. Zack, 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 direkt das die Erlasse wieder. Was ist denn die ionische Theorie, was macht die denn? Nee, psionisch. Psionisch, achso, ich hab den falsch verstanden. Ich glaube, das ist der Pfad, wenn ich da reingehe, dass ich später... Naja, so Telepathie und so, psionische Soldaten und dann Aufstieg in die nächste Sphäre und sowas. Ja, so muss das. Das ist, glaube ich, so die Richtung, ja. Das ist doch eine gute Richtung. Mach das doch mal. Ja, klingt doch gut. Klingt doch gut. Kann ich mit Gedanken einfach die Welt zerstören, so? Perfekt. Dann denken die nur daran und peng. Und sofort Explosion.
Ich werde mal ein Sternentor reparieren, was ich noch habe hier, ein untätiges. Dann habe ich einen Reisespot mehr in meinem Gebiet. Das ist, glaube ich, ganz schlau. System Das ist auch Survey. das Einzige, was ich noch habe, ne? Ja, genau. Das andere habe ich ja schon aktiviert. Das war ja mein Nachteil, dass ich es aktiviert habe. Da sind ja dann unsere freundlichen Insektenherrscher durchgekommen. Aber jetzt sind sie ja eh schon da, also jetzt kann ich es auch nicht mehr rausschmeißen. Das ist auch egal. Im Schienensystem wird das Schlachtschiff übrigens gebaut. Okay. A new conflict has erupted. Ist sogar gleich fertig. Ruinam System. Genen. Genen. Genen heißt das doch, oder nicht? Mit Y. Genen. Mit Y. Ach so. Yunin. Special Yunin. project. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Ah, es ist Keine Ahnung. fertig. Dreadnought ist repariert übrigens. Mein Dreadnought ist am Start. Hat 6200 Angriffskraft. Und jetzt gucken wir uns nochmal dein Super Laserschiff an. Und man sieht jetzt den Laser gar nicht so richtig, ne? Wo ist denn der? Vorne. Vorne. System Survey complete. Du meinst dann so. Das Schiff hat doch vorne das Vorderteil ist das, wo der Ach ja wie so. ein U aussieht. Ja, genau. Also da in der Mitte Ja, und der sozusagen kommt der Laser Laser, raus. das ist, der ist so dick wie vorne der Spalt. Na, okay. Also du kannst halt da ja reingucken, dann siehst du ja so ein kleines rundes Kreis. Das ist wohl wo der Laser rauskommt und wird dann gebündelt und knallt dann. Na, knallt dann richtig rein, du. Ja. Knallt dann richtig rein. So, ich kann jetzt mal schön den Dreadnought nach Hause fliegen. Dann ist der nämlich auch wieder in der Obhut. Der sieht ja auch ganz cool aus. Dann haben wir direkt nochmal 6000 Angriffskraft mehr. Aber was das wieder kostet, das ist ja auch nicht billig hier. Meine Güte. Ich hatte eben noch 400 irgendwas plus. 450 plus mit rein, jetzt habe ich noch 385. Ist natürlich immer noch viel, aber das ist schon ganz schön teuer, das Ding. Schiffsunterhalt. Wobei es jetzt nicht am Schiffsunterhalt liegen kann. Der Schiffsunterhalt ist gerade mal minus 28. Das irgendwas anderes sorgt dafür, dass plötzlich ich so wenig Minereien habe. Ist ja komisch. Na gut, dann fliegt er jetzt mal nach Hause. Das Konstruktionsschiff fliegt auch mal wieder zurück in mein Gebiet. So, vielleicht werde ich dann doch nochmal hier das System mit dem natürlichen Wurmloch absichern mit einer großen Raumstation. So für die Zukunft. Was ist jetzt passiert? Ein Hyperraumecho. Mehrere unserer Beobachtungsstationen haben von irgendwoher im intergalaktischen Raum eigenartige Hyperraumechos aufgefangen. Die Ach Echos sind nee. zwar schwach, werden aber stärker und sie scheinen sich unserer Galaxie zu nähern. Oh nein. Ein Sturm zieht auf. Ist das nicht mit den Hyperraumechos, sind das nicht diese Insekten? Ja, das ist auf jeden Fall richtig scheiße, egal was es ist. Ah. Ja, dann sollen die einen Insekten, sollen die anderen Insekten platt machen. Ist doch okay. Das wird super. Erstmal Triebwerke erforscht. Das wird richtig super. So, dann Muss werde ich ich jetzt Ionentriebwerke erforschen? hier nochmal auch ein bisschen Labore bauen und dann... Anderes hält Anspruch auf unser System. Warum machen die sowas, Schweine? Weiß ich jetzt auch nicht. Was soll das denn? Die wollen Ärger. Ärger! Ach so, das können sie haben. So, jetzt habe ich Sprungantriebe erforscht. Siehst du, jetzt kann doch gar nichts mehr passieren. Jetzt habe ich Sprungantriebe und das komische Hyperraum-Echo da, das ist vorher schon gekommen. Also passt alles. Mehr als eine Endgame-Krise gleichzeitig kommt ja nicht. Also insofern ist das in Ordnung. Dann forsche ich jetzt auch noch. Sicher. Ja, tatsächlich. Also diese Endgame-Krisen da passieren von diesen ganz großen, passiert immer die, die zuerst ausgelöst wird, ist die dominante sozusagen. Also erst wenn die dann vorbei ist, kommt die andere. Zumindest war es mal so. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann gepatcht haben. Aber lange Zeit konnte man sich tatsächlich darauf verlassen. Es war ein bisschen wie Glücksspiel, beziehungsweise Pechspiel, weil du hast ja so oder so Pech gehabt. Oh, die Xanir Confederation hat ein Friedensangebot mit unseren Herrschern gestellt. Ist ja lustig. Die Kleinen können sich sowas erlauben. Sternentor reaktiviert. Juhu!
Ich bin Ziel eines Kriegsgrundes. Good to know. Warum auch immer. Oh, fast am Außenrand der Galaxie. Die eigenartigen Hyperraum-Echos, die wir im intergalaktischen Raum aufgefangen haben, nähern sich nun dem Außenrand unserer Galaxie. Vor dem Hauptecho scheinen mehrere kleine Kontakte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung einiger Außenrandsysteme zu fliegen. Wir haben die Systeme im Situationsprotokoll vermerkt. So, jetzt können wir mal gucken, wo die sind. Aufziehender Sturm. Auf Karte verfolgen. So, wo sind die denn? Da hinten, auf der komplett genau anderen Seite der Galaxie. Sind die. Und sie sind da, sie sind angekommen. Wo sind sie? Da oben. Mit lockeren 60.000er Flotten, sowas kennen wir ja schon. Also 30 und 60.000er haben sie, also eigentlich nur 60, 30.000er, die sich dann mal verbinden. Okay. Ist noch nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Das sind diese, ja, diese komischen Riesenaugen-Insekten. Ja, das sind aber bis jetzt ist noch nicht... Es das ist auch, ja, glaube ich, noch Speer. Ja, das ist noch nicht die Hauptflotte. Speer. Oh, jetzt kommen die 70.000er. Jetzt wird es schon langsam ein bisschen beschissener. Okay, die Hyperraum... Wo ist denn die? 70, 70, 70. Alter Falter. Okay, die Zeit des friedlichen Aufbauens und vor sich hinsiedelns... Ja, ich habe die Königin gefunden. Okay. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die ist bei der 73.000er Flotte. Dieses riesenkomische Schwabbelvieh. Okay. Da sind die Königin, da ist noch eine. Ja. Welche ist denn die Königin jetzt? Ich glaube, es gibt... Da muss man alle töten. Königin sagt Gras. Ja, Königin wahrscheinlich. Die, ja. Oh, es gibt mehrere, es sind ja quasi die Dreadnoughts. Und Königin Zazuk. Ja. Zazuk. Ich glaube, du musst sie alle killen. Ja, also sprich, das friedliche Siedeln ist bald vorbei. Jetzt werden demnächst wieder Ärsche getreten. Dafür haben wir uns jetzt ein bisschen aufbauen können. Und demnächst werden wir dann wieder mal in den Kampf ziehen dürfen. Gegen einen übermächtigen Feind. So, und ich muss jetzt mal gucken, dass ich... Was ich als nächstes erforsche. Nehme ich mal die Gigakanone. Die essen einfach alles auf, ne? Ja, die sind scheiße. Die essen alles auf. So, ich baue mal einfach noch weiter Habitate, weil... Muss ja sein, ich brauche ja noch mehr Ressourcen, um mir größere Flotten leisten zu können. Und jetzt vereinige ich erstmal meine Flotte zu einer... Hatten die schon immer Infiziererschiffe? Das hört sich nämlich nicht so cool an. Das hört sich ungesund an, ne? Ich glaube, das hatten die aber schon immer. Ja, die schnappen sich jetzt ein System nach dem anderen. Also die Great Onutach Pack da oben, die sind im Arsch. Also, kannst du einfach so sagen. Bis irgendwer was macht, sind die auf jeden Fall tot. Ja, los, Beschützer aller Welten. Greif mal an mit deinen 200.000ern. Ja, wirklich, was ist denn da los? Kümmert euch. Oh, Alter. Mann. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das da oben weitergeht. Also ich meine, da kann, es kann eigentlich nur schief gehen. Naja, gut. Also ich würde schätzen, ich kann mir jetzt eine 40.000er Flotte leisten. Was natürlich lange nicht reicht, um da irgendwas zu machen. Ich habe übrigens das System eingenommen. Yay, yeah, na siehst du mal, das geht ja richtig ab hier bei dir. Aber ja. Gut, dass die da hinten sind. Oh, ja, da hat man dann noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ihr seht schon, wir haben ein großes Problem und das werden wir irgendwann in den nächsten Folgen lösen. Ich sag jetzt mal optimistisch, wir lösen das Problem. Und eine Lösung wäre ja zum Beispiel auch, uns denen auch zu unterwerfen. Nee, ich glaube das... Ja, ich weiß! Hör auf! Natürlich geht das nicht. Aber wie schön wäre das? Ich habe das jetzt einmal gelernt. Ich möchte das jetzt bitte weitermachen. Mich immer nur allen unterwerfen. Weil es hat einmal funktioniert. Warum nicht wieder? Ach, Mann. Du bist immer so ein Spielverderber. Naja, gut. Was denn? Alles gut. Okay. Weil... Gut, dann machen wir jetzt erstmal Päuschen. Nächste Folge kümmern wir uns um die Riesenaugen, Glubschaugen. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.